So, hallo und zurück wieder bei Let's Play Secret of Mana. Und zwar war ich fleißig, habe etwas gelevelt. Ich habe Dörte jetzt auf Level 8 hochgebracht. Dabei sind Tamex und Tracy noch auf Level 10 aufgestiegen. Und ich habe von den Wölfen, die ich gekillt habe, noch etwas Nettes bekommen. Und jetzt werde ich mal gucken, wen ich das anziehen kann. Und zwar haben die mir diese schöne Ninja-Robe hinterlassen, aber die kann Dörte leider nicht tragen, also gucken wir mal, ob Tracy sie tragen kann. Und inwiefern die auch besser ist. Oh ja, um einiges. So, dann gucken wir doch mal, ob wir Dörte dafür das andere ausrüsten können. Ich hoffe es ja. Ja, wunderbar. So, neu ausgerüstet. Speichern wir nochmal und dann machen wir uns auf den Weg zur Hexe. Und wie ihr sehen könnt, etwas ordentlich an Knete konnte ich auch beschaffen. Wisst ihr was, dafür werde ich mir jetzt noch ein paar Lebenswasser kaufen. Okay, davon haben wir komplett. Gut. Dann auf zur Hexe. Ach ja, ich sollte noch die Waffen wechseln. Ich habe nämlich, ich kann euch das gleich mal kurz zeigen. Ich habe nämlich hier eine kleine Stelle, an der ich eigentlich ganz gut level. Und eigentlich auch ohne Risiko level. Und zwar gehe ich jetzt immer hier hoch, hau erst diesen Glotzer um. Bam. Und dann erledige ich diese beiden Wölfe aus der Entfernung mit den Fernkampfwaffen. Das war die mittlere Tür. Genau. Hier sind wir richtig. Wieder ein Glotzer. Bogenartig taunt. Und weiter geht's. In den anderen Türen übrigens findet ihr nichts außer Gegner. Also, es lohnt sich nicht wirklich. So, jetzt noch diese beiden Hocker umdrehen. Die kann man auch schön aus der sicheren Entfernung eigentlich platt machen. Man stelle sich einfach hier an die Seite. Weil, wenn die mal einen treffen, das ist auch ziemlich heftig. Okay, na dann. Kinder, was wollt ihr? Na, wartet. Lupp, gleich mal hinterher. Ich muss gerade noch diesen Typ zu Tantalo schicken. Hagen, was hast du getan, Tore? Wo ist der hin? Warum? Ich habe ihn nur zu den Ruinen bei Pandora geschickt. Er wurde mir zu lästig, außerdem reicht meine Magie nicht für ihn. Tantalus wird besser mit ihm fertig. Tantalus? Ja, Tantalus, der Chef einer Organisation will, die Pandoria zerstören will. Wie konntest du das? So bin ich halt. Hihi, Tantalus hat schon fast sein Ziel erreicht. Bald wird er die Burg von Pandoria erobern, später dann die ganze Welt. Aber genug geplaudert. Ich verfütter euch jetzt an meinen süßen Schmusekater. Ja, der Schmusekater? Naja, was soll ich sagen? So süß ist er nicht. Aber seht selbst. Das ist übrigens einer meiner absoluten Hassbosse, weil diesen Boss ohne Magie zu bezwingen ist nicht so mein Ding. So, schnell weg, 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 weg. Oh, das war so klar. Komm, 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 komm. So, jetzt ist er hier oben. Na los. Das war wieder so klar. Und der erste ist auch schon hin. So, geht mal wiederbeleben. Weil. Bewusstlos. Hey, auf an mir rumzunagen. Oh, das ist meine kleine Heilrunde. Komm, 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 komm. So.
Ich hasse diesen Boss einfach. Und natürlich alle bewusstlos. Ach, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Da kommt. Fein. Warum treffe ich den nicht? Hör auf, an der rumzunagen. Oh, sie ist schon wieder down. Es gibt ab und zu auch ein paar kleine Bugs, da kann man. Das muss man aber gucken. Das funktioniert leider auch nicht immer. Man kann, wenn der Partner, also der Charakter, gerade stirbt, noch eine Last in der letzten Sekunde heilen und Tatsache, ab und zu gilt es auch mal. Mann, hör auf, an der rumzunagen. Ich sehe gerade, ich verballer hier meine ganzen Bonbons. So, aber jetzt habe ich ihn. Immer noch nicht. Das gibt's ja nicht. Ja, der hat's in sich. Der macht gerne diese Feuerattacken und verbrüht damit meine Mitcharaktere, aber ich glaube, ich kann ihn davon heilen. Ach, komm. Jetzt reicht's mir. Es war so klar. Ja. Und wir haben nichts mehr zum Heilen. Das ist natürlich ganz klasse. Und da geht er auch schon down. Das war's. Mit dem Schmusetiger. Jetzt könnt ihr vielleicht verstehen, warum das mein absoluter Hassboss ist, wenn er da auf sicherer Entfernung steht. Man erwischt ihn zwar mit Pfeil und Bogen und Bumerang, aber diese Waffen sind noch weitaus lange nicht so stark wie die restlichen Waffen, die man hat. Und wie gesagt, das sind sowieso nicht meine Lieblingswaffen, aber wir haben ihn ja geschafft. Bumerang aufbehalten. Wow, unbrauchbar. Heldenhafte Musik für uns.